Bei mir ist der Chef von Finanztipp, Hermann Josef Tenhagen, und frisch zurück aus Mallorca, ja, Nicole Mutschke, unsere Reiserechtsexpertin. Das war für mich überraschend, für Sie auch am Ende? Absolut. Also ich hätte nicht gedacht, dass man jetzt gerade in diesen Zeiten noch so günstig Urlaub machen kann. Aber es ist ein bisschen Lotterie auch, ne? Also man kann das nicht absehen so unbedingt. Ja, das war schwierig. Die Bewertungen haben ja oft eher Negatives angedeutet. Aber insgesamt muss ich sagen, ich hatte mir viel Schlimmeres vorgestellt. Wir haben ja noch einige Hotels mehr getestet. Aber im Schnitt war es eigentlich wirklich bei allen gut. Es gab da dieses eine Hotelbett, also Doppelzimmer, pro Person dann 26 Euro die Nacht, wo Sie durchaus auch übernachten würden, obwohl die Bewertungen im Netz eigentlich abgeraten haben. Also das ist, glaube ich, ein Thema für sich. Kann man Bewertungen in Online-Portalen ernst nehmen oder eher nicht? Also ich gucke mir das schon kritisch durch inzwischen. Also gerade bei dem Hotel war so für mich der Indikator, dass gesagt wurde, es ist gemacht worden. Das heißt, viele Bewertungen habe ich einfach auch schon aussortiert, weil ich gedacht habe, naja, wenn es jetzt wirklich gemacht wurde, ein Eigentümerwechsel drin war, dann sind die eigentlich veraltet. Und bei manchen Hotels, die super positive Bewertungen hatten, die klangen so positiv und so gleich, dass ich dann auch gedacht habe, ja, die sind dann eigentlich auch nichts wert. Weil also, sie mutmaßlich bestellt sind oder verabredet, ja, sind oder bezahlt sind. Genau, bei uns landen natürlich auch viele Urlauber, die eben dann Ärger hatten in ihrer Reise und dann als Anwalt dann sich fragen, ja, was macht man denn da? Und dann guckt man sich natürlich auch mal aus Interesse die Bewertungen an. Und da fragt man auch mal die Mandanten, ja, wie kann das denn sein? Was sagen Sie denn dazu? Und da kriegen wir ganz oft erzählt, dass es Hotels gibt, die dann auch einen Cocktail servieren, wenn man da eine positive Bewertung schreibt, mhm, oder direkt mal auch Geld dafür bezahlen. Also es ist nicht immer nur die indische Klickfarm, sondern tatsächlich vielleicht auch, ja, der kleine bestochene Urlauber, der dann einfach eine gute Bewertung schreibt. Ja, und umgekehrt, ich weiß nicht, Herr Tenhagen, ob Sie sich verlassen auf Hotelbewertungen im Netz, aber ich habe oft die Beobachtung gemacht, dann gibt es so diese zwei, drei Gäste, mhm, denen irgendeine Laus über die Leber gelaufen ist und die dann alles auf einen Stern runterraten und ihre ganze Unzufriedenheit in die Bewertung kippen. Also ich nehme tatsächlich Hotels am liebsten oder auch Unterkünfte, die sehr, sehr gut bewertet sind, und fange von oben an und gucke dann unter den ersten 10, wer ist denn da preiswert? Mhm. Und dann gucke ich natürlich, wenn es 150 Bewertungen sind, ist gut, wenn es 15 sind. Da, reicht das nicht als Datenbasis? Das ist keine Datenbasis. Ja. Die ist dann von Family und Friends im Zweifel. Da habe ich jetzt, hat man nichts davon. Das allererste Hotel war ein Hotel mit 3 Sternen und entpuppte sich als ein Hotel mit 5 Hähnen. Ja. Da wurde die ganze Nacht gegackert und gekräht. Und sie sagten, ja, kann man den Reisepreis mindern. Aber wie mache ich denn das? Also Reisepreis mindern wegen Kikeriki, wie funktioniert das? Also ganz wichtig, wir reden ja hier über Pauschalreisen. Das heißt, der richtige Ansprechpartner in unseren Fällen ist nicht wirklich das Hotel. Natürlich kann man da hingehen und erstmal nach einem neuen Zimmer fragen, aber man muss sich wirklich beim Veranstalter beschweren, mhm, und da auch wirklich den Mangel anzeigen und Abhilfe fordern. Mit einer Frist setzen, damit man auch sagen kann, ja, wenn die Frist nicht eingehalten wurde, dann kann man überhaupt erst die Minderung geltend machen. Und ich würde schon mal sagen, na, wenn das nicht klappt, würde ich direkt auch die Dokumentation des Ganzen vorantreiben. Also vielleicht mal Mitbewohner fragen, ob die vielleicht als Zeuge fungieren könnten. Vielleicht das Ganze auch mal aufnehmen. Mhm. Denn wenn keine Abhilfe geschaffen wird, ja, dann muss man sich dann nach dem Urlaub drum kümmern, dass eine Minderung geltend gemacht wird. Und Pi mal Daumen, 10%, 20, 30? Also es war viel häufiger, als man in dem Film gesehen hat. Also während wir da gestanden haben, eigentlich jede Minute hat dieser Hahn geschrien, Tag und Nacht. Oh. Also ich würde in dem Fall tatsächlich eine hohe Minderung ansetzen, was relativ ungewöhnlich ist. Meistens findet man nur Rechtsentscheidungen dazu, dass es mal einen Bauernhof hatte und dann gab es gar keine. Man muss aber sagen, das sind immer Einzelfallentscheidungen. Man muss schon die konkrete Situation sehen, und die war hier, was den Hahnärger angeht, schon erheblich. Gehen wir von den großen Tieren zu den noch kleineren. Sind 7 Kakerlaken im Zimmer, oh, landestypisch oder, oh, schon ein Beschwerdefall? Ja, tatsächlich ist die Rechtsprechung da härter nehmen als bei den Hennen. Also Lärm wird relativ hoch bewertet und kann man relativ gut mindern. Bei Kakerlaken tatsächlich gibt es eine Entscheidung. 7 Kakerlaken auf Gran Canaria sind völlig okay. 8 Kakerlaken auch noch. Also tatsächlich ist die Rechtsprechung oder die Richter da offensichtlich einiges gewohnt. Ist da wirklich festgelegt, ab wie viel Kakerlaken pro Zimmer? Nein. Es gibt halt Entscheidungen. Einzelfallentscheidungen. Genau, es sind Einzelfallentscheidungen. Ja. Aber wenn Sie jetzt zu mir kommen würden und sagen, hier in meinem Zimmer waren 12 Kakerlaken, dann würde ich im Prinzip als Anwalt so anfangen. Ich würde mir angucken, was für Entscheidungen gibt es, wie viele Kakerlaken waren da und wo ist dann Ihr Zimmer ungefähr anzusiedeln. Macht es einen Unterschied, ob individuell gebucht oder pauschal bei diesen Beschwerdefällen? Ja, letztendlich schon. Sie müssen sich halt an einen Veranstalter wenden. Und man muss halt auch sagen, hätten wir diese Hotels, die wir jetzt auf Mallorca gebucht haben, übers Internet gebucht, bei den üblichen Plattformen,
Plattformen, dann muss man sagen, dann wäre spanisches Recht voraussichtlich anwendbar gewesen. Das heißt, all das, was ich jetzt erzähle und was überhaupt hier in Deutschland an Hilfe da wäre, das kann man nicht nutzen, sondern man müsste sich in Spanien mit dem spanischen Recht auseinandersetzen. Ich habe es gesagt, noch 4 Wochen, Herr Ten Hag, dann geht es los mit dem Sommerurlaub. Haben Sie das Gefühl, jetzt sind noch Billigschnäppchen zu finden und wie gehen Sie vor? Ich gucke einfach nach besonderen Kriterien. Also zum Beispiel ist die Frage, will ich einfach nur am Strand liegen oder will ich was Besonderes sehen? Wenn ich einfach nur am Strand liegen will, dann gucke ich, ob Antalya preiswerter ist als Palma. Mhm. Das ist ganz einfach. Und dann fahre ich eben nach Antalya, wenn es da preiswerter ist, oder nach Palma. Das, wenn ich jetzt Kultururlaub machen will an einem bestimmten Ort, dann bin ich an den Ort gebunden. Da würde ich immer versuchen, vorher was zu machen. Wenn ich jetzt nach Italien wollte, Rimini kostet im Augenblick 50 Euro die Nacht. Ach. Naja, es gab die Überschwemmung im Hinterland. Die haben offenbar Schwierigkeiten, jetzt die Urlauber da hinzukriegen. Ich habe jetzt gerade auf dem Weg hierhin noch mal nachgeguckt. Tatsächlich gut bewertete, sehr gut bewertete Hotels für 50 Euro die Nacht. Das wäre durchaus eine Stadt. Und man kann da von München aus mit dem Zug für 60 Euro hinfahren. Haben Sie es schon gebucht? Weil wenn die Sendung vorbei ist, ist es jetzt weg, würde ich sagen. Nein, ich habe tatsächlich geguckt für die nächsten Wochen, also sogar das Pfingstwochenende wäre jetzt möglich gewesen. Mega.